wird heute angerufen von der Television wie ein Callgirl. Und wie gesagt, werden Sie frei an dem und dem, wie sind Ihre Termine? Sag ich, warum haben Sie, ja, sind Sie frei oder nicht? Sag ich, entschuldigen Sie vielmals, sagen Sie mir zuerst, worum es sich handelt. Vielleicht bin ich frei, wenn ich mich frei machen will. Vielleicht will ich es gar nicht tun. Wien, Gumpendorf. Hier wurde Oskar Werner am 13. November 1922 geboren. Sein amerikanischer Sohn Felix kam für unseren Film nach Wien. Mit unveröffentlichtem Material und noch einmal auf den Spuren von Oskar Werner. Also das, Felix, ist die Straße, die Sie sehen wollten, die Machetti-Gasse. Ja. Und hier ist das Geburtshaus von Ihrem Vater. Und das ist jetzt die Tafel, die Ihr Vater schon zu Lebzeiten einmal auf ein Foto gezeichnet hat. Ich glaube, er wäre nicht sehr glücklich gewesen. Nein, Rose, wissen Sie, den Oscar Metze hat er gehasst. Also das haben sich eigentlich nur die Franzosen erlaubt. Und manchmal die Wiener. Ja. War nicht Wien, war nicht dort, wo kein Fred ist, ans Wort. Denn das Fred ohne Grund gibt uns Kern, hält uns gesund. War nicht Wien, ging nicht geschwind wieder einmal der Wind, dass der Staub hier nicht gescheit umeinander reißt, Leute. War nicht Wien, wollt zum Bier und es stößt halt mit dir nicht ein Besoffener zusammen, der eine Feier möchte haben. War nicht Wien, war nicht gerade aufgeräumt wird in der Stadt. Dass die Kiebel mit dir sperren den Fremdenverkehr. War nicht Wien, käme nicht gleich einer da sich vorbei, der von Federn auf Stroh gutscht, so oder so. War nicht Wien, Beppi, was raußen möchtest und nicht kannst, denn das Gefred ohne Grund gibt uns Kern, halt uns gesund. Felix, was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man von Los Angeles für diesen Film hierher nach Wien kommt, in diesen Hinterhof hier, in dieses Haus, wo Ihr Vater aufgewachsen ist? Ja, also das ist schon eine Reise in die Vergangenheit und das bringt also viele Erinnerungen an sich, also Geschichten, die er mir erzählt hat, dass er als Bub aufgewachsen ist hier. Also zum Beispiel, als er ins Stiegenhaus seine Großmutter, die er die Wäsche hinauftragen müsste, als er fünf war, und ihr geholfen hat, also die Wäsche zu machen. Und also viele Geschichten, zum Beispiel, er hat im Bett mit seiner Tante, also und seinem Onkel, also und glaube ich noch seine Mutter zusammen, alle haben in einem Bett geschlafen, weil sie so arm waren halt. Sie sind der künstlerische Erbe von Oskar Werner und ich glaube, Sie haben alle seine Spielfilme einer amerikanischen Universität geschenkt. Ja, das habe ich UCLA geschenkt, weil ich will also, dass das gut aufbewahrt ist und dass das auch Menschen verwenden können, weil im Grunde lebt also nur, finde ich, ein Schauspieler, wenn man seine also Sachen sehen kann. Wie war es denn mit Ihrer Kindheit? Haben Sie nie irgendein lustiges Erlebnis gehabt? Nein. Ich war ein vollkommener Depp. Ich habe alles geglaubt, was man mir erzählt hat. Voll der höchsten Hoffnungen und von unglaublicher Naivität. Allerdings muss ich sagen, mit 12 Jahren hatte ich ein Erlebnis mit unserem Dienstmädchen, das einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte. Meine Mutter bekam einen Nervenschock und das arme Ding flog. Oh, dann besteht ja noch Hoffnung für Sie. Ach, die Toreros haben heute Abend eine Fiesta. Ich weiß. Kommen Sie? Ich habe nicht die Absicht. Ich dachte mir, wir könnten vielleicht tanzen. Aber Sie tanzen wahrscheinlich gar nicht. Für wie fad halten Sie mich eigentlich? Ja, Sie sind fad. Sie sind fad, gleichgültig, fantasielos, hilflos und charmant. Ja, charmant. Sie werden ja rot. Das ist das Charmanteste, was ich je gesehen habe. Ich habe noch keinen Mann gesehen, der rot geworden ist. Ich bin noch nicht rot geworden. Ich muss Fieber haben. Ah. Auf jeden Fall ziehe ich mein einziges Kleid an. Und überlasse es Ihnen, den Tanz zu wählen. Und ich bin sicher, es wird ein langsamer Walzer sein. Zufällig tanze ich hervorragend Flamenco. Die alte Tannenbaum kehrt links zum alten Eisen. Die jungen Leute wollen heute nicht mehr mit dir reisen.
Tja, so ist die Zahnradbahn doch wieder viel zu langsam. 7 Jahre nach dem Tod von Oskar Werner sichten Felix und seine Halbschwester Eleonore, genannt Noni, zum ersten Mal ihre Privatarchive. Felix, Sie haben uns also diesen Film mitgebracht, ja, aus Amerika. Wir sehen ihn zu dritt jetzt zum ersten Mal. Donny, erinnern Sie sich an diese Zeit? War Ihr Vater immer so heiter? Oh ja, er war oft heiter. Also er war eigentlich sehr heiter zu Hause und im Privatleben. Und ich bin viel später erst draufgekommen, dass er also große Ängste hat und auch große Depressionen hat. Er war noch kein Star, wie ich ein Kind war. Das hat erst begonnen. Ja, meine Erinnerungen gehen ja ans Theater zurück. Und ich durfte Gott sei Dank, ich war erst 8 Jahre alt, mitfahren zum ersten Hamlet. Da sind meine Mutter und ich nachgefahren nach Frankfurt am Main. Und ich habe ihn nie am Theater gesehen, ich war überhaupt vorher nie am Theater. Ich habe ihn nur gekannt, also als Kumpel zu Hause. Und dann geht der Vorhang auf und Hamlet steht links vorne auf der finsteren Bühne, nur mit einem Scheinwerfer erleuchtet. Und er hat einen schwarzen Mantel und ein Schwert und die Augen geschlossen und die Tränen sind ihm heruntergeronnen. Und das hat mich so tief ergriffen. Ich weiß nicht, was es war. Ein Kind versteht ja von Hamlet noch nichts. Es war eine solche Trauer und auch eine große Einsamkeit, die ich von ihm ja privat gar nicht kannte. Von 1941 bis 1961 spielt Oskar Werner mit Unterbrechungen am Wiener Burgtheater. Seine großen Bühnenauftritte sind fast alle nur noch mit Rollenbildern zu belegen. Tempi Passati. Und dennoch, die Nachwelt flicht dem Mimen Grenze. Oskar Werner, Mythos und Legende. Wunder der Schauspielkunst, dem ich begegnet bin und dem ich begegnen durfte, war Werner Krauss. Seine Einbildungskraft ging wirklich so weit, wie Reinhard also in seiner Rede über den Schauspieler, wie er endet, wo er sagt, es gibt Menschen, die die Passion so tief erleben, dass ihre Hände blutige Wunden aufweisen, dass sie wirklich blutige Tränen weinen. Also wenn er über Stigmata spricht, in was für rätselhafte Gebiete die Schauspielkunst führen kann. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Tourneetheater, ein Ausschnitt mit Werner Krauss und Oskar Werner. Manchmal verwandelt sich der Teufel in einen Stuhl. Und das merkt man dann daran, dass der Stuhl mit einem Bein hinkt. Dann wackelt er. Nicht so. Kennst du den Teufel? Oh ja. Und ob? Hast du ihn schon mal gesehen? Oh ja, oft. Wie sieht er aus? Er flog immer um die Sonne herum. Man könnte meinen, Abbé Kopernikus spricht. Sie haben gefragt, warum ich die Idee hatte, eine eigene Theatergruppe zu gründen. Die Idee wurde mir in Deutschland, in Österreich überall vollkommen falsch ausgelegt. Mir hat vorgeschwebt, wie Jean-Louis Barrault oder wie Louis Jouvet
seine eigene Truppe hatte. Also dass diesen Ensemble-Charakter, den man vortäuscht mit sehr viel Geld in Deutschland, ist ja ist eine Lüge, ist ja nicht da. Und dieser Lüge ins Gesicht zu schlagen, war ich anmaßend genug, wie man mir vorgeworfen hat, also eine eigene Truppe zu gründen, die ich mit meinem eigenen Geld, das ich beim Film verdient habe, finanziert habe. Der Grund war, um gleichgesinnte Schauspieler zu finden, die genauso dickköpfig oder dickschädlich, wie wir in Wien sagen, sind, die genauso eingeengt sind, dass sie also nicht frei atmen dürfen. Ich wollte also das Kinderheim für sie quasi errichten. Und noch ein kostbares und rares Dokument aus seiner Tourneezeit. Man zeigt mir ungefähr ein klarer Brunnen, in seinem reinen Spiegel einen Mann, der wunderbar begrenzt. Im Widerschein des Himmels zwischen Bäumen, zwischen Felsen nachdenkend ruht, so scheint es mich Seelysium auf dieser Zauberfläche gebildet. Still bedenke ich mich und frage, wer mag der Abgeschiedene sein, der Jüngling aus der vergangenen Zeit so schön begrenzt? Wer sagt mir seinen Namen, sein Verdienst? Ich warte lang und denke, käme doch ein anderer und noch einer, sich zu ihm im freundlichen Gespräche zu gesellen. Wo sehe ich die Heroen, die Poeten der alten Zeit um diesen Quell versammelt? Wo sehe ich hier sie immer unzertrennlich, wie sie im Leben fest verbunden waren? So bindet der Magneto seine Kraft, das Eisen mit dem Eisen fest zusammen, wie gleiches Streben Held und Dichter bindet. Homer vergaß sich selbst, sein ganzes Leben war der Betrachtung zweier Männer heilig. Und Alexander im Elysium eilte nach Hill und den Homer zu suchen. Oh, dass ich gegenwärtig wäre, sie, die größten Seelen, nun vereint zu sehen. Erwache. Erwache. In dem Moment, wo der letzte Ton verklungen ist, hat das Mysterium aufgehört. Mit dem letzten Akkord in der Musik, und wenn es die Berliner Philharmoniker mit Furtwängler sind, in dem Moment hat die Musik aufgehört und die Menschen gehen hinaus. Am Theater ist genau dasselbe Moment. Der Vorhang ist gefallen und wenn Sie als Schauspieler hinter der Bühne, über die Bühne gehen, Sie riechen ein bisschen Schminke, Sie riechen ein bisschen Schweiß und nach der wunderbaren Vorstellung von Sommernachtstraum, alle Feen sind in die Wälder verschwunden, die Wände der Dekoration stehen verkehrt gegen sie und alles ist weg. Die Zeit, wo ich mit ihm gelebt habe, von 77 bis 80, da war er wirklich, also hat er selten was gemacht, also vom Theater oder so, nur ein paar Vorlesungen. Und da war er wirklich doch der Vaterfigur für mich. Sie waren ja so etwas wie sein Lieblingskind. Wie viel Europäertum haben Sie denn über den Oskar Werner mitgenommen? Naja, sicher etwas. Also ich weiß, dass ich im Grunde Amerikaner bin, aber immer zieht mich was an Wien heran, wie auch ihm, obwohl er in Liechtenstein gelebt hat, hat ihn immer was an Wien herangezogen. Und ich meine, von seinem Wesen hoffe ich ein bisschen mitbekommen zu haben. Ich meine, immerhin, obwohl ich ihn nicht als Schauspieler gekannt habe, habe ich doch im Haus von einem Künstler gewohnt. Und man ist ja mit dieser Philosophie also umgeben und er hat in mir irgendetwas also erweckt. Ich meine, ich kann Ihnen beschreiben, als ich zu ihm gegangen bin in 77, da war ich, habe ich wirklich nur Rockmusik gehört und war ein echter, also Los Angeles Boy. Und halt, als ich ihn verlassen habe, habe ich klassische Musik angehört und habe irgendwie von der Kunst also eine Flamme drinnen gehabt. Ja. Und das brennt in mir jetzt weiter ein bisschen. Das ist ja gar nichts. Gesungen hat er sehr oft, also Wiener Lieder und so, und
und auch von Mozart, also die Zauberflöte. Ich habe den Mozart-Film gesehen halt und also war begeistert davon und habe ihn also immer danach gefragt, glaube ich. Können Sie das heute noch singen? Ja, aber das singe ich Ihnen nicht vor. Auf keinen Fall. Könnt ich doch von allem? Nein, das ist Bernde. Ja. Der Vogelfänger bin ich ja, steh in der Kaiser Hauptsatzer. Der Vogelfänger ist bekannt bei alt und den jung im ganzen Land. Weiter? Im ganzen Land. Weiß mit den Mädchen umzugehen und mich hat Pfeifen zu verstehen. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heiße Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ich habe nie in meinem Leben einen deutschen Film gemacht. Was mir angeboten wurde, konnte ich nicht vertreten. Manche Dinge, wo ich im Gespräch war, wo ich verhandelt habe, ist es, also wie zum Beispiel, ich sollte den Felix Krull spielen. Ich will die Geschichte gar nicht erzählen, sie ist zu peinlich, was dort passiert ist, um überhaupt darüber reden zu können. Wie ich hingekommen bin, waren 5 andere Schauspieler auch noch da und der Regisseur ist nur gekommen und hat gesagt, haben Sie einen Text? Der hat sich weder vorgestellt noch sonst gesagt, welchen Text? Ja, für Probeaufnahmen. Er erwartet, dass ich Probeaufnahmen mache. Warum soll ich Probeaufnahmen machen? Er soll ins Theater gehen, um zu sehen, ob ich spielen kann. Er soll im Film schauen, ob meine Nase zu schief ist oder nicht. Ich habe schon einige Filme vor dem gemacht. So, es kam gar nicht dazu, weil ich also sofort gesagt habe, darf ich mir den Schnaps auch selber bezahlen, weil ich sage gerne, was ich mir denke. Ich glaube, das geht nicht. Und so bin ich also wieder weggefahren. Du kennst mich nicht mehr, Frau Schwägerin? Hermann. Ich bin wieder da. Ein wenig lang hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Na, wie sei ich immer gegangen? Ah, Sie sind ja Sprösslinge. Ich bin euer Onkel Hermann. Wie heißt denn du? Franz. Aha, nach dem Großvater. Na, du? Henriette. Nach der Großmutter. Wo ist denn die Mama? Ich war schon oben im 4. Stock, ist jetzt aber niemand. Komm weiter. Ich werde den Hans holen. Ja. Hast du den Fackelzug vorhin gesehen? Nein, der Papa hat nicht wollen, dass wir auf die Straße gehen. Ach so. Hans! Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Strich unter die Vergangenheit, wir fangen jetzt ein neues Leben an. Du wirst sehen, wie es jetzt aufwärts gehen wird. Und wer euch alle getäuscht hat, du und auch die Mutter. Wo ist sie denn, ist sie bei euch? Ja. Ich möchte nur sagen, dass ihr keine Angst mehr zu haben braucht. Ich habe alles gerichtet. Was? Von den kleinen Schönheitsfehlern in den Papieren. Du weißt doch, sie wird keine Schwierigkeiten mehr haben. Ich war in Wien stationiert bei der Bahnhofwachkompanie. Und die Bahnhofwache war also die Schwesternformation zur Straßenstreife, also die bei der Amerikaner bis MP heißen, Militärpolizei. Und wir wurden, das war auch alles so seltsam, wir wurden vereidigt, immer wenn wir auf Wache zu ziehen hatten, weil wir da mit besonderen Befugnissen ausgestattet wurden. Wir durften und mussten bis zum Stabsfeldwebel Urlaubsschein und Solpo kontrollieren und auf die Gültigkeit, denn ich war ja jetzt, musste ich doch den Führer verteidigen, falls da irgendein Fahnenflüchtiger oder sowas, sein Gesindel dabei ist. Und ich gebe es offen zu, ich bin an der Sperre als Racheengel gestanden. Weil ich dürfte ja jetzt die Unteroffiziere und Feldwebel und Stabsfeldwebel hunzen, die uns auf dem Blutacker, wie das Exerzierplatz geheißen hat, gehunzt haben. Und da ist ein schönes Erlebnis, auf das ich heute noch wahnsinnig stolz bin, obwohl das schon lange her ist. Ein Stabsfeldwebel, ein Berufs
Soldat. Oberfeldwebel bekommt noch einen Reservisten, aber der war ein Verdingter, also einer, der zur Firma gehört hat. Und ich stehe am Meidlinger Südbahnhof an der Sperre, und da kommt ein Stabsfeldwebel mit einem jungen Mädchen vorbei. Und also gurrend und so balzend wie ein Auerhahn, das hat man alles ja gleich gesehen. Der geht vorbei, zeigt mir so die Fahrkarte, wird durch die Sperre. Und ich nehme natürlich Haltung an, sein Vorgesetzter. Und ich mache so, sage ich, bitte um Urlaubschein und Sollbuch, Herr Stabsfeldwebel. Da geht es so weit, kommt so, dass ich mir von Ihnen ausweise, Herrn's. Ich bitte um Sollbuch und Urlaubschein. Haben Sie mir verstanden? Sag ich, bitte um Sollbuch und Urlaubschein. Sag, da schreien Sie nicht so mit mir. Sag, ich rede nur laut und deutlich mit einem Vorgesetzten, wie es in der HDV, das war die Heeresdienstvorschrift, steht. Die Leute haben so, ich habe schon mein Publikum gehabt, die haben sich schon mal so angesammelt gehabt. Und sagt das Herz, ich spore nur, das kommt nur, dass ich mir von Ihnen ausweise. Und in der Heeresdienstvorschrift, wo wurden belehrt, stand drinnen als Streifenorgan, wenn ich jemanden festzunehmen hatte, hatte ich die Hand auf die Schulter zu legen, zu sagen, Sie sind festgenommen. Im Fall eines Fluchtversuches muss ich von der Waffe Gebrauch machen. Das war der Kollege. Der also weist nicht aus. Sag ich, Sie sind festgenommen. Im Fall eines Fluchtversuches muss ich von der Waffe Gebrauch machen. Der wird also Gorgonzola kriegen, dann wird er weiß, also wie wann er gerade gespieben hätte. Und dann braucht es meinen Koffer. Ich bin nicht Ihr Dienstmann, tragen Sie Ihren Koffer allein, Sie sind festgenommen, Herr Stabsfeldwebel. Wir kommen hinaus auf den Perron, das Mal ist gleich so verschwunden, der hat eine derartig panische Angst gekriegt. Und auf dem Perron sagt er zu mir, du Rotzbart, du kriegst deine Waschen, dass du übers Gleis fliegst. Ich ziehe meine Pistole und sichere sie, hau sie mir in die Rippen hinein und sage, schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Jetzt die Leute sind also stehen geblieben. Ein gewöhnlicher Schützearsch treibt einen Stabsfeldwebel mit gezogener Pistole am Perron vom Meidlinger Südbahnhof vor sich her. So gern hätte ich den Frieden noch erlebt. Du wirst ihn erleben. Weißt du, was der Frieden ist? Wenn ihr ihn habt. Lasst ihn euch nie mehr wegnehmen. Seid wach. Jawohl, Hauptmann. Sag nicht jawohl. Sag nie wieder jawohl. In erster Linie gehört der Film dem Regisseur. Sie können mit Affen, mit Kühen, mit Blumen und mit Zeichnungen Filme machen. Sie können Sexbomben engagieren, die gar nicht spielen können. Da sagt der Regisseur, schauen Sie meinen Finger nach, und Sie haben plötzlich also eine Großabnahme, weil die also nur so hin und her schaut, und das schneidet man dann genau hinein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dem Beruf näher tritt. Ich weiß, es gibt Filmstars, aber ich glaube, in dem Moment, wo ich einen Rolls-Royce fahren würde, in dem Moment hätte ich das Gefühl, ich habe mein Talent verloren. Na, ich glaube nicht an Stars. Man kann, wenn man, es ist nicht nur also im Film, es ist auch am Theater so, da gibt es auch sogenannte Stars. Wenn sie königlich leben wollen, ich meine jetzt menschlich, nicht mit dem Geld, wenn Sie königlich leben wollen, dann müssen Sie so vorgeben, Sie haben 3 Rolls Royce und Sie haben 5 Sekretärinnen und 2 Business Manager. Und aber den Künstlern geht es um ganz was anderes, was Sie darstellen wollen. Ich will kein Virtuose sein, ich möchte nur gern richtig die Fiddle spielen. Und manchmal gelingt es mir nicht. Aber manchmal gelingt, so wie heute, muss ich mich nicht schämen. Und wenn ich in der Früh in den Spiegel schaue, und eigentlich niemand weiß es, jetzt muss ich auf Emil Jannings zurückkommen, der einmal gesagt hat, wir können nur die Schatten unserer Träume verwirklichen, was ich wunderbar finde. Denn Gott sei Dank weiß niemand im Publikum, was ich mir vorstelle. Und ich gebe zu, dass sehr oft gelingt es mir nur, dass ich 10% von dem verwirklichen kann, was ich mir vorstelle. Wenn ich ein Glück habe, gelingt mir mehr. Aber nicht immer.
Hollywood, Höhepunkte einer Filmkarriere. Ein Weltstar, der Wien einst im Zorn verlassen hat, begnadet und gefährdet. Auch in Amerika hat er bald den Ruf eines Schwierigen. Hier sind die Abdrücke, Fußabdrücke, Handabdrücke von Oskar Werner verewigt. Aber gar nicht seine. Es sind gar nicht seine, sondern? Na, es sind seine Stiefeln gewesen von Entscheidung vom Morgengrauen. Und das hat ihm die Hildegard Knef, also seinen Namen, signiert und gefälscht. Also. Gefälscht, ja. Und man hat ihm den Hand also nachgezeichnet und dann so einen Abdruck gemacht davon. Also war gar nicht dabei. Ich weiß nicht, was Erfolg ist. Es ist genauso wie mit dem Ruhm. Rilke hat was Wunderbares über den Ruhm gesagt. Er hat gesagt, der Ruhm ist nicht, dass die Summe der Missverständnisse, die sich um einen Namen sammeln. Und ich wurde also von der deutschen Presse interviewt und der hat mich gefragt, wieso sind Sie so schwierig? Und ich habe gesagt, wenn Sie mir schon einen Hofmannsthal-Titel geben, der Schwierige, dann würde ich den Unbestechlichen vorziehen als Titel. Denn mich hat noch niemand kaufen können, weder Hollywood, noch England, noch Deutschland, noch Österreich. Nein, kaufen lasse ich mir nicht. Ich nehme selbst vor meinem Haupt die Zierde, die für die Ewigkeit gegönnt mir schien. Für Menschen werden wunderbar geprüft. Mit diesem Kuss vereint sich eine Träne und weiht dich der Vergänglichkeit. Es ist erlaubt, das holde Zeichen unserer Schwäche. Wer weinte nicht, wenn das Unsterbliche vor der Zerstörung selbst nicht sicher ist? Sie haben Ihren Vater nie am Theater gesehen. Nein. Von den Filmen, welche Rolle hat Ihnen denn, wo hat er Ihnen denn am besten gefallen? Wo hat er Sie am meisten beeindruckt? Ich glaube Ship of Fools, also Narrenschiff halt. Hat sehr viel von sich gegeben, also es war seine eigene Person halt. Also er hat sehr viel Liebe geben können, aber auch man sieht in den Doktor, was sehr zerstörerisch ist auch dabei. Und eine, sagt man, trübsinnig, depressiv, Melancholie, ja. Und ich weiß, ich finde das wirklich seine beste Performance halt. Und auch seinen eigenen Tod, das Herzversagen, hat er in diesem Film vorausgespielt. Oskar Werner kehrt nach Europa zurück. Ein kranker Mann. Er lebt wieder in Liechtenstein, aber auch in Wien und zuletzt in der Wachau. An jenen Plätzen, die ihn so sehr an die Kindheit erinnern. Dies ist mir alles wie ein Traum, der Primelweg, der Birkensaum und der besonnte Hang. Hier ging ich einmal schon, bevor der Mensch das Paradies verlor. Wie lange schon? Wie lang? Wie ist das alles wunderbar? Ich bin uralt, viel tausend Jahr und tu den ersten Gang. Und er führt mich an seiner Hand. Und alles ist mir so verwandt und von Erinnerung drang. Die Lerche selbst ist wieder da. Die damals schon ihr Gloria in meinem Frieden sang. O Traum, aus dem ich einstens fiel, hol mich zurück zum Glück, ans Ziel,
zu Gott. Mir ist hier bang. Also es hat einmal ein Summa Cum Laude in Deutschland gegeben, da hieß man Menschendarsteller. Und Menschendarstellen hat eigentlich wirklich dann mit der Schauspielerei nichts zu tun. Man wird der Mensch und man muss so nahtlos der Mensch werden, dass das Publikum also nicht mehr hineinschauen kann. Es muss eben dicht werden. Deswegen gibt es auch eine Dichtung und eine Schriftstellerei. Bei der Schriftstellerei können Sie immer noch wie bei einer Jalousie dazwischen hineinschauen, wie es gemacht wird, bei der Dichtung nicht mehr. Und ich, allerdings muss bei der Dichtung ein Bekenntnis dabei sein. Bei der Schriftstellerei kann es sein wie bei einer Virtuosität, wie Ernst Wiechert sagt. Deswegen sind die virtuosen Schauspieler, können sich viel leichter dazu verführen lassen, etwas zu spielen, woran sie nicht glauben. Der dichterische Schauspieler kann eigentlich nur etwas spielen, das ihn selbst bewegt und selbst angeht. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Projekte ablehnen musste, weil ich sage, ich habe gar nichts dazu zu sagen. Ich wäre das vollkommen falscheste Instrument, das Sie wählen können, wenn Sie mich provozieren würden. Es hat mir Frau Kraus, die leider nicht unter uns ist, das geschenkt. Das war ein Stein, das ist ein Bernstein, den der Werner Kraus immer in der Tasche getragen hat. Und wie er tot war, hat sie ihn mir geschickt. Und jetzt sagst du ihn in der Tasche. Und Werner, ich hoffe, du stehst mir jetzt bei. Darf ich Sie jetzt bitten? Ernste Stunde. Wer jetzt weint, irgendwo in der Welt, ohne Grund weint in der Welt, weint über mich. Wer jetzt lacht, irgendwo in der Nacht, ohne Grund lacht in der Nacht, lacht mich aus. Wer jetzt geht, irgendwo in der Welt, ohne Grund geht in der Welt, geh zu mir. Wer jetzt stirbt, irgendwo in der Welt, ohne Grund stirbt in der Welt, sieht mich an. Er war so selbstzerstörerisch und ich meine, am Ende war er wirklich schlimm dran und das konnte ich einfach nicht mehr miterleben. Und ich bin deswegen also im 80 wieder nach Los Angeles, also zu Hause gefahren. Ich meine, er war einfach ein Mensch mit vielen Problemen, der sich trotzdem die ganze Mühe war ihm um die Wahrheit im Grunde. Und diesem Wege hat er sich begeben halt. Nun ist das ja ein Thema, das in seinem Leben, glaube ich, immer eine große Rolle gespielt hat. Die Suche nach der eigenen Wahrheit und die Suche nach der inneren Wahrheit. Mhm. Ja, ganz sicher. Glauben Sie, hat er sie für sich gefunden? Im gewissen Teil schon, aber auch nicht. Ich meine, er hat die Wahrheit in allen Sachen wirklich sehr gut also gesehen, aber in sich selbst nicht. Also ich glaube, er hat sich selbst öfters vorgetäuscht. Das Leben nennt der Derwisch eine Reise und eine kurze. Freilich von zwei Spannen diesseits der Erde nach zwei Spannen drunter. Ich will auf halbem Weg mich niederlassen. Und wer das Haupt noch auf den Schultern trägt, dann hängt es morgen zitternd auf den Leib und übermorgen liegt es bei seinen Fersen. Zwar eine Sonne, sagt man, scheint dort auch. Und über buntere Felder noch das hier.
Ich glaube. Schade, dass das Auge modert, dass diese Herrlichkeit erblicken soll. Vom Schatten eines Hauchs geboren, wir wandeln in Verlassenheit und sind im Ewigen verloren, gleich Opfern unwissend, wozu sie geweiht. Gleich Bettlern ist uns nichts zu eigen, uns Toren am verschlossenen Tor. Wie Blinde lauschen wir ins Schweigen, in dem sich unser Flüstern verlor. Wir sind die Wanderer ohne Ziele, die Wolken, die der Wind verweht. Die Blumen zittern in Todeskühle, die warten, bis man sie niedermäht. Dass ich die letzte Qual an mir erfülle, ich wehr euch nicht, ihr feindlich dunklen Mächte. Ihr seid die Straße hin zur großen Stille, darauf wir schreiten in die kühlsten Nächte. Es macht mich euer Atem lauter brennen, Geduld. Der Stern verglüht, die Träume gleiten in jene Reiche, die sich uns nicht nennen und die wir traumlos dürfen nur beschreiten. Du dunkle Nacht, du dunkles Herz, wer spiegelt eure heiligsten Gründe und eurer Bosheit letzte Schlünde? Die Maske starrt vor unserem Schmerz, vor unserem Schmerz, vor unserer Lust, der leeren Maske steinern Lachen. Daran die irdenen Dinge brachen und das uns selber nicht bewusst. Und steht vor uns ein fremder Feind, der höhnt, worum wir sterbend ringen, dass trübe unsere Lieder klingen und dunkel bleibt, was in uns weint. Oskar Werner stirbt 1984 in Marburg an der Lahn, vor Beginn einer Lesetournee. Das Begräbnis findet in Liechtenstein statt. Ein Ehrengrab in Wien hat er bereits zu Lebzeiten abgelehnt. Musik.